Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Marcel Staffel. Heute gibt es einen neuen Vlog, und zwar Kaiserslautern gegen Norwich City, Testspiel. Mit dabei sind die zwei Flachkapfer. Hallöchen. Unser Fahrer ist auch wieder dabei und meine Oma da vorne. Ich würde sagen, wir sehen uns dann irgendwann unterwegs wieder. Bis dann. Winke mal! Hi. Da hat er seine. Da, die zwei sind auch dabei, da mit Zwinken. So wie üblich gibt es einen kleinen Faktencheck vor dem Video. Und zwar, heute spielen wir 1. FC Kaiserslautern gegen Norwich City. Ein internationales Testspiel von den beiden gemeinsam. Kaiserslautern hat ca. einen Marktwert von 15 Millionen, Norwich City dagegen so 96,80 Millionen, also rund 100 Millionen Euro Marktwert haben die. Die Rolle vom Außenseiter ist klar bei Kaiserslautern vom Wert, weil ihr wisst ja alle, beim Fußball kann einiges passieren. Durch dass ich halt nicht viel gefunden habe, wie Begegnungen, weil ich noch irgendwie gibt es davon nichts, was ich halt gefunden habe, wie viele Begegnungen schon gegeneinander gab. Also ja, ich sage, springen wir gleich weiter. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt noch was essen. Dann gehen wir auf den Weg zum Stadion. Ich würde sagen, wir sind jetzt dann im Stadion wieder. Bis dann, Leute. So Leute, wir haben jetzt was essen. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt im Stadion. Obwohl es anfängt zu regnen und das Fakt ist richtiger. Ich hoffe, es wird ein gutes Match. Also. Ich hoffe auf ein gutes Match, auch wenn es ein Testspiel ist. Es gibt angeblich einige Stellen, wenn es Fanfest ist und so. Vielleicht gibt es auch aber. Es gibt auch eine Autogrammstunde, vielleicht seht ihr davon auch was. Mal schauen, wie das hinkommt. So. Sorry für den kleinen Spaß, wir spielen natürlich lauter gegen Norwich City, das Testspiel ist da. Aber ja, es ist relativ los, natürlich weniger als sonst gestern populär, weil es einfach ein Testspiel, nicht so viele Leute kommen werden. Leute, endlich das Spiel los, gehen wir! Yeah.
aus, Alter. 0-0 zu Pause. Viele Chancen, aber vom Tor hast du das gleiche Ergebnis, wenn ein Sturmtruppler auf den Bällen schießen lassen würdest. Kein Treffer, nix. Schwaches von beiden Seiten würde ich sagen, weil Norwich City hat doch vom Kader die besseren Chancen und müsste eigentlich gewinnen vom Kader. Ich würde sagen, gehen wir weiter in die Partie rein. Kurz sind wir in der zweiten Halbzeit, ich hoffe mal ein paar Tore. Sagen wir jetzt von denen ein bisschen. Ich predikte, es gibt gleich Spielabbruch wegen Gewitter. Ich predikte das. Alle gehen rein, alle gehen in die Kabinen. Aber ich glaube nicht, weil es sehr grau ist. Ich glaube nicht, dass es weitergeht. Ich muss sagen, ich bin kein Predikt-Gott. Es wurde nicht abgebrochen. Also beim Predikten bin ich nicht gut. Aber weiter geht's. Also hoffentlich noch ein paar Tore und einen Sieg hoffen jetzt mal. Das Kommando Luftballon da oben. Oh, wow. Ja. Da oben ist noch einer. Luftballon-Kommando. So Leute, das Spiel ist aus. Ein 0-0. Sonst können eigentlich beide Seiten gut leben. Norwich ist nicht ein bisschen besser ein Kick. Er hat mit guten Chancen gekämpft und beide Teams haben es richtig reingemacht. Also einfach das 0-0. Ich sage, wir gehen jetzt dann heim. Und vielleicht sehen wir noch ein paar Aufnahmen, muss schauen und dann bis dann. So, jetzt noch ein paar Worte zum Spieltag. Als erstes möchte ich mich gerne bei der Security entschuldigen, weil ich halt gesagt habe, planen muss gelernt sein. Ich weiß, dass die Securities nichts dafür können, das ist mir bewusst und auch die Orten und alles nicht. Ist mir wirklich bewusst. Ich wollte mich dafür einfach nochmal entschuldigen, weil es einfach emotionsmäßig bei mir einfach kritisch war, weil ich mein Bruder dabei war und so um eine Autogrammstunde gegangen ist. Die war es halt, really, sage ich auch wirklich ganz, aber ich auch gesagt habe, wann was bei keinem Auto ist, kritisiere ich es auch. Und ich muss ehrlich sagen, die was belautern, diese Sachen planen, die haben keinen Plan von ihrer Arbeit. Muss ich ehrlich gestehen. Ich werde dafür nicht bezahlt, also muss ich es doch nicht machen. Nur das Ding ist, wann du die Fans irgendwo in einem Raum hinschickst, dort soll hingestellt und 30 Minuten warten müssen, dann woanders hingeschickt werden, das Gleiche dann ist, dass man einfach frustriert ist. Mein Bruder hat deswegen komplett geweint. Also, ich finde es einfach eine Frechheit, weil sowas ist nicht geplant und sowas sollte man dann besser planen. Da bin ich halt wirklich, das kritisiere ich auch, da reiße ich auch mein Maul auf und sage, dass das einfach scheiße ist. Auch in der Saison, dass da richtig viel Scheiße baue, dass ich auch mitbekomme. Also, deswegen würde ich auch mal sagen, ich beende jetzt auch hier das Video. Ich wünsche euch jetzt auch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.